Du bist mit deinen Freundinnen nachts in der Stadt unterwegs. Auf einer Partymeile, wie es sie sonst in fast jeder Großstadt gibt. Alles scheint entspannt, bis ihr dann auf eine andere Gruppe trefft. Jemand macht Stress, scheinbar ohne Grund, und die Situation eskaliert. Und einer deiner Freundinnen wird dabei getötet. Sowas kommt immer wieder vor. Wie 2021 im Fall von Joel. Einem 18-jährigen Fußballer und Rapper mit großen Träumen. Von einem auf den anderen Moment wird sein Leben beendet. Und warum? Besorgniserregend ist für uns die Frage dahinter, wieso meinen Jugendliche, sich bewaffnen zu müssen. Als Reaktion auf solche bewaffneten Gewalttaten, die wie im Fall von Joel allzu oft tödlich enden, werden nun immer mehr Waffenverbotszonen eingerichtet. So auch in Köln. Können Waffenverbotszonen wirklich etwas gegen die Gewalt auf der Straße ausrichten? Können sie solch tödliche Gewalttaten wie im Fall des 18-jährigen Joel verhindern? Im sogenannten Quartier Litting, dem Studierendenviertel von Köln. Auf der Zülpicher Straße ist es passiert. Da es sich bei den Beteiligten um Jugendliche handelt, haben die Ermittlungen und das Gerichtsverfahren um den Täter größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Aus Pressemitteilungen, Zeitungsartikeln und Gesprächen mit den Beteiligten haben wir versucht zu rekonstruieren, was passiert ist. Es ist der 31. Juli 2021. Die Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2.30 Uhr, als Joel mit seinen Freunden auf eine andere Gruppe Jugendlicher trifft. Zuerst geraten sie nur verbal aneinander. Es ist unklar, inwieweit Joel daran beteiligt ist. Dann wirft einer seiner Freunde eine Glasflasche, die einen 17-Jährigen aus der anderen Gruppe am Kopf trifft. Sein Anwalt wird später sagen, dass die Flasche nicht geworfen wurde und zufällig getroffen hat, sondern einer von Joels Freunden damit zugeschlagen habe. Der Getroffene scheint die Beherrschung zu verlieren und zieht ein Messer. Der Flaschenwerfer und seine Freunde beginnen zu türmen. Alle bis auf den 18-jährigen Joel, der vielleicht zum Schlichten zurückbleibt oder nichts von der rasanten Eskalation mitbekommt. Der Junge mit dem Messer geht auf ihn los. Mehrmals sticht der andere Junge auf Joel ein. Mit einem Springmesser, das eine 8 cm lange Klinge hat. Ein Stich trifft das Herz. Eine Ärztin, die privat auf der Feiermeile unterwegs ist, trifft medizinische Erstmaßnahmen, um dem lebensgefährlich verletzten Joel zu helfen. Rettungskräfte bringen ihn ins Krankenhaus. Dort stirbt er wenig später an seinen Verletzungen. Noch in derselben Nacht nimmt die Polizei 5 Jugendliche in der Nähe des Tatorts fest. Am darauffolgenden Tag findet vor dem Restaurant, wo Joel erstochen wurde, eine Trauerfeier statt. Mehr als 150 Menschen nehmen daran teil. Nicht nur Joels Familie trauert, auch Freunde aus der Kölner Rap-Szene und ehemalige Mitspieler aus Fußballvereinen, für die er seit seiner Jugend gespielt hat. Einer von ihnen ist Semih Öpes, der mit Joel beim SV Deutz 05 in der Mannschaft war. Joel war immer eine lustige Person. War nie negativ, war immer da für einen, hat ein offenes Ohr. Niemand weiß genau, was los ist. Mal fragt man den, mal den. Und alle haben andere Geschichten. Ich würde mir einfach wünschen, dass der Täter endlich zugibt, was passiert ist. Ich hoffe auf jeden Fall, dass der Täter seine gerechte Strafe bekommt. Und denn immerhin ist Joel für immer und ewig weg. Und ein, zwei Jahre wären hier deutlich zu wenig. Gegen einen 17-jährigen Tatverdächtigen, der noch in der Tatnacht in U-Haft genommen wird, wird dann schließlich Mordanklage erhoben. Vor Gericht lässt sich dieser Vorwurf aber nicht halten. Stattdessen wird er dann am 4. April 2022 wegen Totschlags an Joel verurteilt und bekommt wegen noch anderer Vorstrafen eine Einheitsjugendstrafe von 6 Jahren und 3 Monaten. Gegen diese Entscheidung des Landgerichts Köln legt sein Anwalt Gottfried Reims Revision ein. Darüber wird der BGH noch entscheiden. Reims ist seit 40 Jahren Strafverteidiger und hat Fälle wie diesen schon viel zu oft gesehen. Dieses Verfahren zeigt, dass es sehr gefährlich ist, wenn man Waffen mitnimmt, wenn man in die Stadt geht. Man kann zum Feiern oder aus sonstigen Gründen jedenfalls sein Messer zu Hause lassen. Und das sollte für alle gelten. Joel ist einer von 20 Menschen, die 2021 laut polizeilicher Statistik allein in Köln gewaltsam getötet wurden. Seit 2010 gibt es in Köln insgesamt jedes Jahr rund 3.500 Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung. Mehr als jeder vierte Tatverdächtige von Gewaltstraftaten ist unter 21 Jahre alt.
Um etwas gegen die Gewaltentwicklung auf der Straße machen zu können, gibt es in Köln die Fachstelle Gewaltprävention. Koordinatorin Gabriele Bentsch hört von den KollegInnen aus der Sozialarbeit, wie die Situation unter den Jugendlichen momentan ist. Hat sich die Bereitschaft, bewaffnet feiern zu gehen, bei den Jugendlichen irgendwie vergrößert? Zahlen haben wir dazu nicht. Also im Gewaltbereich haben wir es einfach mit einer großen Dunkelziffer zu tun. Aber was passiert ist, dass zum Beispiel eine Lehrerin sieht, es hat jemand ein Messer mitgehabt in der Schule, auf dem Schulhof. Also Messer ist, glaube ich, das, was ich am häufigsten so höre. Pfefferspray bei den Mädchen auch. Ne? Also wir nehmen auch wahr, dass Eltern aus einer Sorge oder Angst ihren Kindern empfehlen, sie sollten sich bewaffnen. Und das ist sehr erschreckend. Was hat sich denn verändert? Das wirklich subjektive Sicherheitsgefühl und die individuelle Wahrnehmung von Sicherheit. Und besorgniserregend ist eben vor allem die Tatsache, dass die wenigsten wissen, dass sie sich ab dem Zeitpunkt, wo sie eine Waffe tragen, erst wirklich gefährden. Wenn ich eine Waffe bei mir habe, ist natürlich die Chance, dass ich in einen Konflikt komme, wo es zu Verletzungen kommt, zu schlimmen Verletzungen oder gar zum Tod, ich verletzt werde oder andere verletzt werde, einfach umso höher. Die Regierung von Nordrhein-Westfalen reagiert und antwortet auf Fälle wie den von Joelle und die steigende Gewaltkriminalität mit sogenannten Waffenverbotszonen in Köln und Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul erklärt dazu: Mit den Waffenverbotszonen machen wir die Straßen ein Stück weit sicherer, vor allen Dingen an den Orten und Plätzen, an denen es immer wieder zu Straftaten kommt und in denen sich viele Menschen aufhalten. Da sollen sich in Zukunft die Bürgerinnen und Bürger wieder wohler und sicherer fühlen können. Das ist nicht die alleinig selig machende Wahrheit oder die einzige Lösungsmöglichkeit. Aber ich bin sicher, dass das Verbot einen enorm beruhigenden Effekt auf die schwierigen Akten in Düsseldorf und Köln haben wird. Kann eine Waffenverbotszone hier in Köln, aber auch an anderen Orten wirklich dabei helfen, Gewalt zu bekämpfen und einen Tod wie den von Joelle verhindern oder wenigstens unwahrscheinlicher machen? Am 21. Dezember 2021 treten in Köln zwei Waffenverbotszonen in Kraft. Eine umfasst diesen Bereich der Kölner Ringe, die andere den nordöstlichen Teil der Zülpicher Straße. Sie gilt an Wochenenden von 20 bis 6 Uhr sowie an bestimmten Feiertagen. Verboten sind jede Art von Schusswaffen, Pfeffersprays und auch Klappmesser. Insbesondere Klingen von über 4 cm sind verboten. Wer ohne Ausnahmegrund dagegen verstößt und kontrolliert wird, kann mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro rechnen. Ich treffe den leitenden Polizeidirektor Kölns, Martin Lotz, um über die Ziele der Waffenverbotszone und deren Bilanz nach mehr als einem Jahr zu sprechen. Was genau sollen die Waffenverbotszonen hier in Köln bringen? Wir versprechen uns auf der einen Seite, dass wir natürlich Leute abschrecken, entsprechende Gegenstände mitzuführen, dass also diese Gefahr gar nicht besteht. Auf der anderen Seite versprechen wir aber auch den Menschen, die dort feiern wollen, mehr Sicherheit und natürlich auch unsere Anwesenheit, die steigert auch nochmal das subjektive Sicherheitsgefühl, dass wenn irgendetwas sein sollte, Polizei auch in der Nähe ist und tätig wird. Man muss ja sehen, dass wir diese Waffenverbotszone nicht einfach nur Schilder aufstellen und sagen, das ist jetzt verboten, sondern das geht auch mit verstärkten Kontrollen unsererseits einher. Dadurch kommt es dazu, dass man natürlich auch mehr aufdeckt. Wie erfolgreich war denn die Zone nach einem Jahr? Wir bewerten das schon als positiv. Wir gehen davon aus, dass jeder Gegenstand, jedes Messer, was wir über diesen Weg aus dem Verkehr ziehen können, schon mal eins weniger ist, was gefährlich wird. Rund 9.000 Personenkontrollen und 130 Sicherstellungen von Waffen habe es allein in Köln gegeben. Trotzdem stieg in dem Polizeirevier, in dem die beiden Waffenverbotszonen liegen, im Vergleich zum Vorjahr die Zahl an Gewaltstraftaten um 38%. Inwiefern zeigen denn die Erhebungen eine positive Entwicklung und woran machen Sie das genau fest? Das ist schwer zu messen, weil wir haben keinen Vergleich, wonach wir sagen können, wenn wir diese Waffenverbotszone nicht einrichten, dann wäre das so und so. Das kann man nicht sagen, zumindest mit Zahlen. Gefühlsmäßig, glaube ich, ist es auf der einen Seite eine Abschreckung und auf der anderen Seite auch eine größere Sicherheit für die Besucher, die dort also vor Ort sind, in der Hoffnung, dass dadurch eben die Leute eben diese Waffen nicht mitnehmen. Bislang belegen die Zahlen keine Besserung des Kriminalitätsaufkommens. Dennoch hoffen die Behörden, dass sich das Sicherheitsgefühl der Menschen durch die Waffenverbotszone verbessert. Eine Reportage des WDR ging dieser Frage nach. Also wenn ich jetzt hier laufe, dann brauche ich ein Pfefferspray und ich habe ein Pfefferspray dabei. Und wenn ein Taser sogar in Deutschland wirklich
jetzt nicht so illegal wäre, dann hätte ich das sowas auch. Heutzutage jeder zweite Messer dabei. Und die ziehen es auch schnell, die haben damit keine Probleme. Ne? Wir erleben das ja regelmäßig, jedes Wochenende. Das heißt, welchen Effekt hat diese Waffenverbotszone überhaupt gemacht für euch? Kein großer Unterschied. Ne? Ich sag mal, die verstecken das ein bisschen besser, sage ich mal so. Warum muss man das hier dabei haben mittlerweile? Die meisten, das alle dabei haben. Man muss sich selber schützen. Ne? Welche Wirkung darf man sich denn nun genau von einer Waffenverbotszone erhoffen? Obwohl es darauf offenbar schwer eine Antwort zu finden gibt, ist Köln bei weitem nicht die einzige Stadt mit einer Waffenverbotszone. Im Jahr 2007 wird in Hamburg die erste Waffenverbotszone Deutschlands errichtet. Seitdem sind mindestens 15 weitere entstanden, vor allem in den letzten Jahren. Viele stützen sich auf das 2020 geänderte Waffengesetz des Bundes, das es Landesregierungen einfacher macht, Waffenverbotszonen zu errichten. Wieso entscheiden sich so viele Länder und Städte dazu, Waffenverbotszonen einzurichten? Unsere Suche nach Antworten führt uns nach Leipzig. Hier wird 2021 die erste und bislang einzige wissenschaftliche Studie zu Waffenverbotszonen in Deutschland veröffentlicht. Ich treffe Professor Marcel Schöne, einer der leitenden Wissenschaftler der Evaluationsstudie, die über die Waffenverbotszone auf der Leipziger Eisenbahnstraße für 3 Jahre durchgeführt wurde. Sie stellen in ihren Untersuchungen weder eine bedeutende Veränderung der Kriminalität noch des Sicherheitsgefühls der BewohnerInnen fest. Was aber deutlich wird: Die Waffenverbotszonen finden keine Akzeptanz in der Bevölkerung des Viertels. Jede Kontrolle, die die Polizei durchführt, ist ein Grundrechtseingriff, erstmal per se. Und den muss ich begründen können aufgrund eines förmlichen Gesetzes. Und es gibt auch die Abwägung nach den betroffenen Rechtsgütern. Vor allen Dingen ist es die Freiheit, die Bewegungsfreiheit der Menschen. Und deswegen muss man sich als Staat sehr gut überlegen, wo ich da reingehe. Ganz grundsätzlich sind alle geschlossen im Konsens der Auffassung, dass die Waffenverbotszone nicht geeignet ist, um die Sicherheit im Quartier zu erhöhen. Das ist ein wichtiger Befund unserer Untersuchung. Lassen sich Ihre Schlussfolgerungen auch auf andere Städte beziehen, die Waffenverbotszonen haben? Die Vergleichbarkeit ist schwierig. Im Grunde muss jede Stadtgesellschaft, die sich eine Waffenverbotszone leistet, sage ich mal, auch bereit sein, eine eigene Evaluation zu machen. Dafür seien vor allem deutlich umfangreichere Daten nötig, als sie von der Polizei normalerweise erhoben werden. Für Sachsen stand es bereits in der Verordnung, weswegen wir das gemacht haben. Und die Erkenntnis war, wir brauchen sie im Grunde nicht. Und hätten wir die Untersuchung nicht gehabt, könnte die Polizei die nächsten 10 Jahre auch noch davon ausgehen, dass sie sie brauche, wo sie sich als nicht effektiv erwiesen haben. Es gibt immer mehr Kritik und die Wirkung ist auch fraglich. Trotzdem gibt es immer mehr Waffenverbotszonen. Woran liegt das? Wenn es schwierige Kriminalitätsverläufe gibt, wenn Quartiere einen bestimmten Ruf haben, dann setzt man sowas wie ein Achtungszeichen. Dann ist das eine Symbolpolitik. Mehr Leute im Quartier, größere Kontrollbefugnisse, deutliches Zeichen an die Bevölkerung, wir tun was. Ein Stoppzeichen. Aber nach diesem Stoppzeichen muss unbedingt substanziellere Politik kommen. Es müssen Maßnahmen der Prävention kommen, so wie Leipzig das jetzt auch versucht im Zuge der Evaluation. Ist also sozusagen ein Maßnahmenpaket geschnürt worden und die Waffenverbotszone soll abgeschafft werden. Laut Verordnung über die Waffenverbotszonen in Köln und Düsseldorf muss alle 5 Jahre geprüft werden, ob diese noch vonnöten sind, basierend auf polizeilichen Statistiken. Werden die Waffenverbotszonen hier in Köln auch wissenschaftlich begleitet oder auch evaluiert? Wir haben dazu keine wissenschaftliche Untersuchung angestellt. Wenn, dann würde das auf Landesebene erfolgen, aber dazu ist mir bisher nichts bekannt. Weitere Datenerhebungen gehen natürlich auch immer mit Aufwand einher. Und den versuchen wir so gering wie möglich zu haben, weil wir hier im Einsatzgeschehen eigentlich schon gut ausgelastet sind und wissenschaftliche Untersuchungen zwar wichtig sind, aber sollten nicht im Vordergrund stehen. Auf Nachfrage beim Innenministerium von NRW erfahren wir, dass es aktuell keine Pläne gibt, die Waffenverbotszonen wissenschaftlich evaluieren zu lassen. Heute ist es uns wichtig, dass wir mit dem Verbot, mit diesem Waffenverbotszonen, noch weniger Waffen und gefährliche Gegenstände im Umlauf haben. Und deswegen sind auch unsere Maßnahmen da so wichtig. Und die Tätigkeiten dort sollen der subjektiven Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt helfen. Was hat uns hier hingeführt? Der Tod von Joel, von dem niemand behauptet, dass es nur ein bedauerlicher Einzelfall ist. Die Wirksamkeit von Waffenverbotszonen scheint bisher kaum belegbar zu sein und bedarf laut Leipziger WissenschaftlerInnen weitere Untersuchungen. Doch genug ist damit noch nicht getan.
In Ihrer Studie haben Sie ja auch Empfehlungen formuliert. Was könnte man denn statt einer Waffenverbotszone machen oder vielleicht auch ergänzend? Der Schmierstoff der Gesellschaft ist, dass die Leute in Quartieren was miteinander anfangen können, dass sie Kommunikationen haben, dass sie nicht aneinander vorbeileben. Weil wer aneinander vorbeilebt, der ist sich fremd. Auf der anderen Seite ist es wichtig, eine nahbare Polizei zu schaffen. Das ist auch ein Wunsch der Bevölkerung. Sie haben sich im Grunde nichts anderes gewünscht, als einen Kopf zum Anfassen, mit dem man reden kann, der die Probleme des Quartiers kennt. Und das würde zu einem erhöhten Sicherheitsgefühl beitragen. Ja, also was wir sicher wissen, ist, dass Jugendliche sich nicht mehr Überwachung wünschen. Im Gegenteil. Das A und O ist mit Sicherheit zum einen erstmal zuhören, in den Kontakt gehen, die Jugendlichen sehen. Das ist wirklich entscheidend. In die Jugendlichen investieren. Also so, dass wir uns beispielsweise eben mit Jugendlichen und vielen Akteuren in der Stadt zusammengetan haben und jetzt in den Vorbereitungen für eine Kampagne sind, die aufklären soll über das Tragen von Waffen, dass das eben eher schadet als hilft. Also mein Eindruck ist, dass wir noch viel zu wenig über Waffenverbotszonen wissen und ob sie dabei helfen können, wirklich Gewalt zu verhindern. Was wir aber wissen, ist, dass sie sehr umstritten sind wegen der Eingriffe in die Grundrechte und trotzdem gibt es immer mehr davon. Was denkst du darüber? Hätte eine Waffenverbotszone einen Fall wie den von Joel verhindern können? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Hier links findest du eine weitere Folge von der Fall und unten drunter haben wir dir ein Video von Atlas verlinkt. Da geht es um die sehr stark gestiegene Bandenkriminalität und Schusswaffengewalt in Schweden und wie es dazu gekommen ist.